Ja, hallo liebe Ameisenfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Hier das angekündigte Unboxing-Video. Da ich leider nur eine Handykamera habe, habe ich jetzt alles schon ausgepackt. Es wäre ziemlich mühsam gewesen, mit einer Hand alles auszupacken und zu filmen. Ja, ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, der Klassiker, viel Verpackungsmaterial. Ja, aber es ist immer gut, wenn die Sachen gut gepolstert sind. So, ich habe mir hier 10 so Reagenzglas-Wärmeisolierungen gekauft. Ja, für die Winterruhe, für die Kolonien, für meine Gründerkolonien, die noch in Reagenzgläsern sind. Ja, ganz praktisch. Haben wenig Geld gekostet. Ja, das ist aber nicht alles, das ich bestellt habe. Ich habe mir noch eine Kolonie gekauft. Den Namen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den richtig aussprechen kann. Ja, Tetramorium cerspitum. Ja, ich sage jetzt einfach immer Tetramorium, ist viel einfacher. Ihr wisst ja, welche gemeint sind. So, ja, eine relativ kleine Art. Ich kann also schlecht ranzoomen, dann sieht man sie überhaupt nicht mehr. Ich habe mir 5 bis 10 Arbeiterinnen bestellt und ich werde sie jetzt mal zählen und bin gespannt, wie viele es sind. So, ich habe gerade mal durchgezählt und ich bin auf 15 Arbeiterinnen gekommen und eine gesunde Königin und das, obwohl ich nur 5 bis 10 Arbeiterinnen bestellt habe. Finde ich richtig cool. Da habe ich Glück gehabt. Ja, diese Kolonie wird jetzt in diesem Jahr keine Arena mehr zur Verfügung bekommen von mir. Die bleiben jetzt erstmal noch da drinnen. Nächstes Jahr bekommen sie dann eine Arena. Und ja, ich werde euch immer auf dem Laufenden halten, wie es dieser Kolonie geht. Das ist jetzt auch die letzte Kolonie, die ich in diesem Jahr noch bestellt habe. Und ja, dann sehen wir uns am Samstag wieder zu einem neuen Video. Da weiß ich noch nicht, was ich für ein Video machen soll. Da überlege ich mir noch was. Ja, bis dann. Ciao.